Am 6. März ist das Umgehungsgewässer vom neuen Flusskraftwerk Rheinfelden geflutet worden. Es ist 900 Meter lang und etwa 50 bis 60 Meter breit. Dann blickt er ab zur Mündungsrampe von dem Gewässer in Rhein. Noch vor einem Jahr ist der Teil vom Umgehungsgewässer von Baumaschinen beherrscht worden. Rund 220.000 Kubikmeter Kies und Felsmöcke mussten bewegt werden. Eine Lokströmung in einem zentralen Kanal soll die Fische vom Rhein über die Mündungsrampe ins Umgehungsgewässer locken. Da, wo heute die Mündungsrampe ist, sind vor einem Jahr noch die Überreste vom Maschinenhaus vom alten Kraftwerk gestanden. Dann Blick auf den oberen Teil des Umgehungsgewässers. Ziel ist es, mit einer naturnäheren Gestaltung den Höhenunterschied zwischen dem Oberwasser und dem Unterwasser vom Kraftwerk, das sind etwa 9 Meter, mit einer ökologischen Brücke auszugleichen, damit die Wasserlebewesen den Fluss durchauf und durchab wandern können. Der Fischbestand im Umgehungsgewässer wird periodisch mit einer Zählstation überwacht. Fische werden mit einem Fischwehr, das ist in dem Plan rot eingezeichnet, in ein Zählbecken gelenkt. Fische, die die Aufstiegsrampe ins Umgehungsgewässer verpasst haben, haben kurz vor dem Stauwehr nochmal Gelegenheit, via eine natürlich gestaltete Fischtreppe ins Umgehungsgewässer und das Oberwasser vom Kraftwerk zu gelangen.